Ein halber Panzermotor unter der Haube. 150 PS. Bis zu 1000 Tonnen Schnee pro Stunde. Das ist sie. Die russische Silfräse. Sowjetische Bauart. Selbstverständlich. Ein Kraftprotz ohnegleichen, die stärkste Waffe an der eisigen Winterfront, erprobt im Kampf gegen Eis und Schnee. Und der Liebling der Straßenmeistereien im Erzgebirge. Das war ja eine gewisse russische Technik. Robust, widerstandsfähig und auch kräftig. Also da war Bums dahinter. Mir ist eigentlich auch fast kein Beispiel bekannt, wo diese Schneefräse die Straße hätte nicht aufmachen können. Die Rettung also im Kampf gegen den Winter? Der Grund, weshalb die Silfräse zum Kronjuwel des Straßenwinterdienstes avanciert? Die DDR-Winterordnung. Es war per Gesetz festgeschrieben, dass nach Eintritt des Ereignisses, so nennt sich das, innerhalb von 2 Stunden die Straße geräumt und gestreut sein muss. Natürlich unter winterlichen Bedingungen. Heute sind die Straßengesetze der Länder so, dass drinsteht, der Baulastträger der Straße, also der Eigentümer, der Bauherr, sollte nach besten Kräften und Mitteln oder mit die Straße im Winter schnee- und eisfrei halten. Der große Unterschied besteht darin, dass in der DDR der Bürger, also der Kraftfahrer, einen Rechtsanspruch hatte. Diesem Rechtsanspruch gerecht zu werden, eine Herausforderung im harten Winter 1978. Am 28. Dezember stürzen die Temperaturen um fast 30 Grad Celsius. Ein Schneesturm fegt über den Norden der DDR hinweg. Rügen ist eingeschneit. Die Insel ist faktisch weiterhin abgeschnitten. Sowohl die Straße als auch die Eisenbahnstrecke Stralsund-Sassnitz sind gesperrt. Doch Rettung naht. Silvester ist die Silfräse samt dem erfahrenen Fräsenfahrer Heinz Mittelbach auf dem Weg nach Rügen. Katastropheneinsatz. Angeordnet von der Zentrale in Karl-Marx-Stadt. Sie geben Vollgas, denn am Rügendamm wartet eine riesige Schneewehe auf ihre Bezwinger aus dem Erzgebirge. 3 Meter wird nicht gereicht haben. Ich weiß nicht, ob da ein Hindernis war, dass das angeweht hat, dort hier. Aber das war unwahrscheinlich, das war der höchste mit. Anlauf, Vollgas, nichts tut sich. Bis Heinz Mittelbach eine neue Fräsenkampfsporttechnik entdeckt, das Wehenreiten. Wir sind da wieder aufgefahren, die hat uns gehalten, so hartwortig, bis wir durch waren. Und dann bin ich als Spitzenfahrzeug, als erste Fräse, bis Bergen. War die Straße befahrbar. Der Durchbruch, eine Sensation. Erstmals nach Tagen kompletter Isolation können Hilfstransporte auf die Insel rollen. Zu den ersten von knapp 40 abgeschnittenen Orten. Jetzt müssen auch die restlichen Straßen von den Schneemassen befreit werden. Quälend langsam arbeiten sich die Karl-Marx-Städter Fräsen vor. 12, 14 Stunden lang. Bis auch der beste Fräsenfahrer einmal schlafen muss. Doch der Katastrophenstab verlangt, dass es nonstop weitergeht. Zu dumm. Heinz Mittelbach hat keinen Beifahrer mit. Es kommt, was kommen muss. Es klopft an die NVA. Ein Hauptmann aus Prora. Na, ich sag, da geht's los. Ja, dann habe ich den eingewiesen. Ich habe mich daneben hingesetzt. Ich weiß nicht, wie lange ich munter war. Bin ich eingeschlafen. Einmal dort an meiner Seitentür klopfen, habe ich aufgemacht. Das hat er schon nicht gewusst, dass er da, wenn Häuser stehen, sollst du gar nicht fräsen oder wie. Und da hat er bei einem Haus die Fensterscheiben eingedonnert mit dem Schnee. Der Hausbesitzer, da komm hinterher. Ich habe schon egal gesagt mit dem Hammer, aber so ungefähr aufgebracht. Wir müssten erst wieder offen. Ich will nicht so einen Teppich holen, aber da hätte er uns am liebsten rausgezogen. Ja. War uns auch peinlich. Oder mir.
Mir wär's nicht passiert, wenn ich hätte gefräst. Passiert halt, wenn Katastrophe ist. Die eingesetzten Räumpanzer gabeln unterwegs noch ganz andere Sachen auf. In den tief verschneiten Weiten. Eine ganze Woche braucht es, ehe die Karl-Marx-Städter samt Sielfräsen die Verkehrsadern wieder komplett freilegen. 40 Jahre lang, bis 2005, war Fräsenfahrer Heinz Mittelbach im Erzgebirge unermüdlich bei Schnee und Eis im Einsatz. Im vergangenen Jahr ist er nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Eine der sowjetischen Sielfräsen ist noch immer in Altenberg im Dienst.